Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der BAFT Show. Ich bin der Simon, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten wie immer direkt mit den News. WoW ist tot? Nein, okay, ganz so krass war es dann doch nicht. Aber ziemlich viele 90er-Helden, egal auf welchem Server sie hausen, fanden sich nach der Veröffentlichung von WoW Patch 5.4.8 in leeren Welten wieder. Die Spielwelt war noch da, alle NPCs aber weg. Keine anderen Spieler in Sicht, Porten oder Reiten waren nicht erlaubt. Die Entwickler suchten nach dem Fehler, der kurze Zeit später behoben werden konnte. Zum Glück, denn die WoW-Welt wäre ein bisschen traurig gewesen. Seht selbst. Die Partystimmung in Diablo 3 Reaper of Souls reißt auch nach dem Ende der Jubiläumswoche zum zweiten Geburtstag nicht ab. Wie Entwickler Blizzard bekannt gab, wird der Party-Buff mit einer um 100% erhöhten Drop-Chance auf legendäre Gegenstände fortan dauerhaft im Spiel bleiben. Wie Game-Designer Travis Day von Blizzard im offiziellen Forum mitteilte, soll der Legendary-Buff die Jagd nach besseren Gegenständen noch spaßiger und motivierender gestalten. Aufgrund der überwältigenden Popularität unseres Jahrestag-Buffs haben wir uns entschlossen, die erhöhte Drop-Chance auf legendäre Items auch nach dem Ende des Geburtstagsevents beizubehalten. Obwohl ihr kein Symbol mehr in der Buff-Leiste seht, werdet ihr merken, dass die Aufwindrate dieselbe bleibt. So Travis Day im offiziellen Battle.net-Forum. Tolle Sache! Im Interview mit der Website computer-and-videogames.com erzählte ausführende Produzent Jeremy Gaffney über die Entwicklung von Wildstar, das am 3. Juni 2014 erscheint. Die Arbeiten an dem Space Cowboy Sci-Fi MMORPG begannen demnach nicht allzu lang, nachdem World of Warcraft veröffentlicht wurde, um 2005 herum. Es waren ungefähr 20 Senior Leads von den WoW-Entwicklern, die sich sagten, hey, wir nehmen das Spiel und machen es diesmal richtig. Sie haben einige der frühen Werkzeuge entworfen. Wildstar selbst ist aber seit etwa 3 Jahren ein eigener Name. So lange befindet sich das Spiel auf seinem aktuellen Kurs, so Gaffney. Schaffe, schaffe, Häuslebauer, das ist das Motto von Landmark. Ihr wisst schon, dieses Spiel, wo die Entwickler nicht so gerne haben, wenn wir sagen, es ist EverQuest Next Landmark. Es ist natürlich der, ja, quasi Minecraft-Part, der Sandbox-Part von dem neuen Online-Rollenspiel. Und die Susanne, die liebt es ja und die baut da wie von Sinn und hat auch wieder neues Videomaterial mitgebracht. Wir begrüßen euch mit diesem idyllischen Anblick zur Beta von Landmark von Sony Online Entertainment. Die läuft ja weiterhin gerade noch. Und hier ist eines der neuen Features, was wir euch mal zeigen wollten. Es handelt sich nämlich um Ozeane, die jetzt im Spiel sind. Und die ganzen Inseln, die ihr so besuchen könnt, umwabern. Wie ihr seht, stehen wir auf dem Wasser. Es ist noch nicht das echte Wasser, mit dem ihr beispielsweise Sachen bauen könnt. Ihr könnt zwar einfach so Sachen beispielsweise noch unterm Wasser abbauen, aber großartige Sachen wie beispielsweise damit noch bauen, es geht nicht. Da müsst ihr noch ein bisschen warten, bis dann die nächsten Wasservoxel kommen. Wir wollen euch mal einen kleinen Überblick noch über das geben, was in der Zwischenzeit noch zum Spiel hinzugekommen ist. Da gibt es vor allem jede Menge neue Details in den Menüs. Das zeigen wir euch hier mal. Den Shop, den kennt ihr ja schon. Da könnt ihr dann diverse Pakete für dieses Honeystation-Punkte kaufen. Dann gibt es hier das neue Template-Menü, mit dem ihr einfach Vorlagen speichern könnt von Sachen, die ihr gebaut habt. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr errichtet jetzt beispielsweise was bzw. markiert das hier mit diesem Selection-Tool. Dann geht ihr in das Template-Menü und sagt dann, mach mal Neues. Und dann könnt ihr da einen Namen eingeben, einen Screenshot davon machen, damit ihr auch irgendwie bei der Auswahl dann noch wisst, was es ist. Damit das schön gespeichert wird, dann speichern wir das hier einfach mal und können das dann aus dem Template-Menü auch einfach wieder rausnehmen. Wenn wir jetzt Bock haben, irgendwo dreimal übereinander gestapelte Steinvoxel zu platzieren. Da geht ihr dann hier einfach wieder rein, klickt auf Place und dann könnt ihr das natürlich in der Höhe noch verstellen oder drehen, ganz wie ihr wollt. Und das dann einfach da parken. Auch in der Luft, wie man sieht. Dann kommen wir zu einem anderen Menü. Das ist natürlich hier das Interface, das kennt man schon. Da sieht man die Sammlung von den Gegenständen bzw. Ressourcen, die ihr gesammelt habt. Da hat sich jetzt nicht sonderlich viel getan, außer dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Und dann natürlich noch die Karte.
jetzt auch sehr schön zu sehen mit den ganzen Ozeanen. Seen beispielsweise auch in höheren Lagen kommen später noch hinzu. Das heißt, wenn ihr beispielsweise ein Häuschen am Bergsee haben wollt, könnt ihr das dann irgendwann später nochmal errichten. Hier sind wir jetzt im Claim Management. Das erreicht ihr über das Landmark-Symbol unten links. Das ist besonders wichtig, wenn ihr euren Claim behalten wollt. Denn inzwischen ist es soweit, dass ihr in Landmark Miete bezahlen müsst. Ihr könnt das für bis zu 8 Tage. Ein Tag Miete kostet 300 Kupfer. Das heißt, ihr solltet möglichst immer ein bisschen Kupfer dabei haben. Und das gebt ihr dann hier einfach hinein. Und dann seht ihr auch schon, da ist für die nächsten 6 Tage jetzt bezahlt. Vorher hatte ich nur 3 Tage. Das heißt, die nächsten 6 Tage muss ich mich nicht drum fürchten, dass plötzlich alle Inhalte meines Claims verschwinden und ich erstmal eine neue Claim-Flagge bauen muss, um einen neuen Claim zu suchen. Das heißt, wenn ihr besonders viel Mühe in euren Claim steckt, solltet ihr tatsächlich darauf aufpassen, dass ihr genug Kupfer reinsteckt, damit das nicht alles plötzlich verschwindet. Neu ist auch dieses Social Interface, mit dem ihr direkt aus dem Spiel in die Social Medien posten könnt, was ihr gerade Tolles gebaut habt, auch mit Screenshot-Funktion, sehr schön. Was ich ganz besonders praktisch finde, ist das Recipe Journal, das ist quasi das Rezeptbuch. Ihr könnt dort alles nachschlagen, was sich an bestimmten Stationen herstellen lässt. Das heißt, ihr müsst nicht ständig im Hinterkopf behalten, für die Axt brauche ich jetzt das und das und für die Sichel brauche ich das und überhaupt und ich möchte hier doch noch so eine besondere Forge haben oder sowas. Nein, ihr könnt das alles einfach nachschlagen. Ihr könnt euch auch einen Tracker anschalten, mit dem dann verfolgt wird, was ihr sammeln müsst noch, um dann dieses Rezept bauen zu können. Ist natürlich besonders praktisch, wenn ihr dann zum Central Hub geht auf einer Karte, um dort dann Crafting-Stationen zu benutzen, wenn ihr selber auf eurem Claim noch keins habt. Und dann gibt es noch 2 Sachen, die wir euch zeigen wollen. Wir haben euch ja schon mal die ganzen Werkzeuge vorgestellt, die euch in Landmark zur Verfügung stehen. Allerdings alle solo, wie sie also einzeln funktionieren. Wir haben uns gedacht, wir geben euch mal ein kleines Tutorial dafür, wie manche der Werkzeuge in Kombination miteinander funktionieren. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch einmal, wie wir Säulen bauen, beziehungsweise runde Strukturen, denn in Voxel, seht ihr ja, ist alles eckig und kantig, sieht man ja auch an dem Dach meines hübschen Häuschens hier. Aber man kann natürlich auch runde Kugeln bauen, solch sogenanntes Spheres. Das heißt, ihr schaltet im Menü auf über C um von Würfel auf Sphere und dann könnt ihr sie mit dem Bewegungsmenü natürlich noch hoch in die Höhe bewegen. Shift sollte das sein und dann könnt ihr da hübsche Kugeln mitten in die Luft platzieren, das ist ganz nett. Aber das ist natürlich nicht einfach nur ganz nett, sondern ein Grundstein für uns, um beispielsweise eine Säule zu bauen. Das ist jetzt die kleinste Sphäre, die es so gibt. Das heißt, wir müssen später noch ein bisschen nacharbeiten, wenn wir eine schmalere Säule haben wollen. Ihr wollt also eine runde Struktur haben. Das heißt, ihr markiert in dieser Sphäre einen Bereich. Schaut auf, passt darauf auf, dass ihr am Rand dann auch einen Voxelplatz lasst, damit das Ganze relativ clever auch funktioniert. Und das könnt ihr da rauskopieren. Steuerung C und Steuerung V sind 2 der wichtigsten Tastenkombinationen in Landmark, die ihr so benutzen könntet. Das Rauskopieren also mit Steuerung C und hier wollen wir das Platzieren mit Steuerung V. Und da sehen wir auch, das können wir auch wieder in der Höhe verschieben oder nach links oder nach rechts oder wie wir wollen. Und dann können wir das Ganze einfach übereinander platzieren und siehe da, plötzlich haben wir quasi schon mal sowas, was ganz gut aussieht wie eine Säule. Das geht natürlich auch mit den größeren Sphären, die ihr erstellen könnt, wenn ihr genug Materialien dafür habt, um beispielsweise im Endeffekt einen Turm zu bauen. Das heißt, das müsst ihr natürlich innen drin dann noch ein bisschen aushöhlen, aber im Endeffekt lassen sich so am einfachsten Türme bauen, wenn ihr so eine richtig tolle Ritterburg bauen möchtet. Das ist jetzt unsere Säule, ist allerdings für unsere oder das, was wir bauen wollen oder das, was ich bauen möchte, eigentlich ein bisschen zu fett. Deswegen markiere ich mir einen weiteren Teil bzw. das ganze Ding und benutze dann mein wunderbares Smoothing-Tool. Das liegt hier auf Taste Nummer 6. Das ist dieses Werkzeug, das dafür sorgt, dass Kanten geglättet werden bzw. dass Gegenstände oder Strukturen, die ihr errichtet habt, verjüngt werden. Das heißt, es wird ein bisschen was weggenommen, um es schmaler oder ja, einfach dünner zu machen.
Das heißt, wir haben jetzt die Säule markiert in ihrer Ursprungsform und benutzen jetzt das Smoothing Tool. Und ihr seht schon, da fliegt einiges von der fetten Säule weg. Beziehungsweise es fliegt nicht weg, die Materialien, die quasi weggerechnet werden, landen wieder in eurem Inventar. Das heißt, euch wird nichts weggenommen oder sowas. Ihr habt alles noch zur Verfügung, was ihr eigentlich vorher hinein investiert habt. Das habt ihr dann auch links gesehen. Da geht der Zähler für unsere weiße Stuckwand wieder hoch. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist ja ganz hübsch und so. Aber irgendwie ist oben zu dick und unten, da gerade in der Mitte, passt es so ein bisschen. Deswegen schneiden wir uns wieder ein Stück aus, um dann nur mit quasi einen neuen Turm zu bauen, beziehungsweise eine neue Säule. In dem Fall ist es nicht das Endprodukt, was ich benutzt habe, sondern hier habe ich mir gedacht, ja, ziehen wir es mal ein bisschen weiter auf und dann kopieren wir das wieder raus. Wie gesagt, STRG C und STRG V, eure wichtigsten Tastenkombinationen, wenn ihr was bauen wollt. Stimmt, wir haben das sogar vorher noch ein bisschen gesmoothed. Macht aber nichts. Ich habe jetzt schon mal vorweggenommen, was ich gleich mache. Ich ziehe das Ganze nämlich hier wieder auf und raus, um eine neue Säule zu bauen. Das Ganze sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein großer Trinkkelch. Ist eigentlich ganz hübsch. Hätte ich vielleicht für irgendwas gebrauchen können. Nun gut. Das kopieren wir jetzt wieder raus. Und dann setzen wir es daneben, um mal zu schauen, ob das Ganze so passt, wenn wir das jetzt aufeinander setzen. Ob das eine gleichmäßige Säule wird. Natürlich wird es keine gleichmäßige Säule, weil ich ein Stück zu viel kopiert habe. Aber so kommen natürlich auch ganz lustige Formen zustande. Das heißt, wer jetzt auf beulige Säulen steht beispielsweise, der kann auch natürlich sowas benutzen. Ich habe mich jetzt allerdings dazu entschlossen, nur eine Voxelhöhe zu nehmen, nämlich ungefähr die schmalste, und die dann aufeinander zu setzen, da die Voxel darüber und darunter in der Säule ähnlich breit sind, kommt so zustande, dass wir eine ganz normale glatte Säule haben, wenn wir uns natürlich nicht versetzen. STRG Z übrigens auch eine sehr hilfreiche Kombination, um mal schnell Sachen rückgängig zu machen. Solltet ihr euch auch merken, damit werden dann bis zu 20 Aktionen rückgängig gemacht. Und natürlich unsere kleine süße Säule haben wir einfach nicht so gebaut, sondern wir stellen sie natürlich hier auch mal ran, um zu zeigen, dass wir natürlich nicht einfach nur Blödsinn gebaut haben. Und diese Säulen gibt es auch heute noch in meinem Haus. Das funktioniert natürlich auch ganz einfach über das Platzierungsmenü und sieht doch eigentlich schon mal ganz nett aus. Man kann natürlich noch sehr viele Sachen mehr damit machen. So entstehen also runde Formen, beispielsweise Säulen, oder natürlich in einer weiter breiteren Form Türme. Wir haben uns aber gedacht, wir zeigen euch auch mal, was es mit den sogenannten Mikrovoxel auf sich hat. Ein Voxel, das ist das da, was ihr da gerade seht. Nicht das große Gelbe, sondern das kleine da, das ist ein Voxel. Ein Voxel sieht immer so aus und nimmt so viel Platz in der Spielwelt ein. Damit sind aber solche dünnen Strukturen, wie hier beispielsweise bei diesem Geländer, nicht möglich. Das heißt, ihr müsst nicht nur bauen, oder beziehungsweise ihr müsst, wenn ihr so filigrane Sachen haben wollt, baut ihr nicht einfach nur mit Voxeln, sondern ihr benutzt wieder das Smoothing Tool, um daraus ein paar Sachen zu bauen, die ein bisschen schmaler sind. Einen wirklichen oder einen echten Mikrovoxel zeigen wir euch hier mal. Es handelt sich nämlich eigentlich um einen Voxel. Den haben wir hier gerade gebaut und ziehen nochmal ein Kästchen drum auf. Übrigens auch ein guter Tipp: mit STRG kommt ihr an die Aufziehflächen, die beispielsweise gerade unten sind, beziehungsweise hinten, damit ihr das einfacher aufziehen könnt. Mit dem Smoothing Tool machen wir jetzt einen Mikrovoxel, um euch das mal zu präsentieren. Das ist ein Voxel, der sehr viel kleiner ist. Wenn ihr jetzt genau hinguckt, da ist so ein kleiner Fliegen, sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Fliegenschiss. Das ist ein Mikrovoxel, den könnt ihr natürlich auch ein bisschen größer machen oder ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall ist es kleiner als das, was ein Voxel ursprünglich eigentlich bietet. Und mit diesen kleinen Dingern lassen sich jede Menge Sachen machen, weil sie die Umgebung manipulieren, beziehungsweise Voxel, die sich in ihrer Umgebung befinden, werden dadurch manipuliert, dass an den Mikrovoxeln irgendwie was fehlt. Fangen wir aber jetzt erstmal mit unserem Geländer an, weil ich habe mir gedacht, irgendwie sieht das alles nicht cool aus bei mir im Haus. Deswegen bauen wir es einfach mal neu.
Das passiert ja häufiger mal in Landmark, dass man Sachen neu bauen muss. Und jetzt haben wir erstmal ein paar Holzklötze aufeinander gestapelt, wieder eine Kiste aufgezogen und das Ganze benutzen wir wieder mit dem Smoothing-Tool. Das seht ihr auch, könnt ihr sehr kleine, dünne, filigrane Strukturen erstellen, bis man es fast nicht mehr sieht. So schmal müssen wir es jetzt nicht haben, soll ja einfach ein Treppengeländer sein. Das ist mir dann doch irgendwie zu schmal. Machen wir das wieder ein bisschen breiter. Und daraus kopieren wir dann die Teile, die unserer Meinung nach ein bisschen, beziehungsweise dem entsprechen, was wir gerne hätten von der Länge und von der Höhe. Und das heißt, das können wir hier auch wieder frei platzieren. Und dann setzen wir das hier einfach mal nebeneinander und haben quasi schon mal das Grundgerüst für unser Geländer oder einen Zaun, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Zaun bauen wollt. Und dann nehmen wir unser Stäbchen, was wir da gebaut haben, und dann drehen wir das. Manchmal will das nicht so ganz richtig funktionieren, in das andere Menü reinzukommen. Deswegen, wenn ihr beispielsweise etwas kopiert und dann auf Escape drückt, wenn ihr euch im Platzierungsmenü befindet, dann solltet ihr eigentlich dieses Menü bekommen, die Radmenüs, wo ihr Sachen nochmal drehen und wenden könnt. Und das machen wir hier gerade. Das heißt, wenn es gerade mal nicht funktioniert, dann versucht es einfach ein paar Mal, irgendwann klappt es dann auch tatsächlich. Vermutlich wird das während der Beta dann da auch nochmal rausgepatcht, so dass es gleich funktioniert. Und jetzt können wir hier unser waagerechtes Stäbchen platzieren, um so einen kleinen Zaun schon mal zu bauen. Das sieht ja jetzt eigentlich nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Allerdings, wenn ihr jetzt auf diese Dreiecksstruktur nicht steht, dann könnt ihr das auch beheben, und zwar mit der Magie der Mikrovoxel. Das heißt, ihr löscht aus dem oberen Teil des Geländers wieder ein Stückchen raus und kommt dann mit einem Mikrovoxel an, der genauso häufig gesmoothed wurde wie vorher die Stäbchen, die ihr gemacht habt. Das heißt, hier machen wir uns wieder einen Voxel, ziehen den Kasten auf und benutzen das Kantenglättungstool, um daraus ein kleines Würfelchen zu machen. Da ist es soweit. Den kopieren wir uns wieder und nehmen ihn mit. Und dann kommt das Fummelige. Ihr müsst diesen kleinen Würfel nämlich da in dieser Lücke platzieren. Dort an der Ecke, wo der eine Voxel schon so eine merkwürdige Kante baut. Da, also diese hässliche Ecke, die wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, wir kopieren uns hier wieder den Mikrovoxel. Und jetzt kommt das wirkliche Fummelige. Ihr müsst ihn natürlich an diese Stelle da ranbringen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil diese Mikrovoxel sind natürlich auch sehr klein und schlecht zu sehen. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen rumfummeln. Das Ganze hat sich aber, also die Platzierungsangelegenheit hat sich schon während der Beta verbessert. Dementsprechend solltet ihr da einfach ein bisschen rumprobieren und dann kriegt ihr das auch relativ gut hin. Und schon fertig ist dann euer fertiger Zaun, beziehungsweise diese Stelle dann. Ja, von den Fantasy-Welten eines Landmark kommen wir jetzt wieder zu etwas, ja, zu einem etwas kriegerischeren Setting, würde ich sagen. Und da habe ich mir natürlich unseren Experten Olli Hake hier ins Studio geholt. Olli, Ground Forces. Ja, die offene Beta ist ja am 15. Mai gestartet. Und da haben wir uns natürlich wahnsinnig für interessiert, weil wir haben die geschlossene Beta für einige Zeit begleitet. Mhm. Allerdings gab es hier und da noch so einige, sag ich mal, Problemchen. Und natürlich konnte man nicht immer alle Panzer spielen. Jetzt ist es frei für alle. Und das gab uns natürlich dann die Gelegenheit, mal so richtig intensiv reinzugucken. Genau. Und du hast natürlich Videomaterial mitgebracht. Mhm. Und ich würde sagen, das zeigen wir jetzt auch unseren Zusehern. Ja, da fahren wir mit unserem Panzer bei War Thunder Ground Forces. Olli, du hast es sehr, sehr viel gespielt. Und was sagst du dazu? Also in den letzten Tagen habe ich es viel gespielt, das stimmt. Ja, was soll ich sagen? Insgesamt, finde ich, macht es eigentlich einen ganz guten Eindruck an Betracht des frühen Standes, denn die Open Beta hat erst am 15. Mai begonnen. Und Spiele, die halt noch so jung sind und auch in der offenen Beta-Phase, die können natürlich noch nicht perfekt sein. Und um mir mal ein bisschen anderen Eindruck zu verschaffen, habe ich diesmal eine realistische Schlacht sozusagen gestartet, weil wir hatten ja schon mal in der Close Beta ein bisschen was gezeigt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da haben wir nur die Arcade Battles gezeigt, wo man mit so einem grünen Fahnenkreuz, mit einem Fahnenkreuz den Gegner abtastet und dann, wenn man halt gut treffen kann, dann wird es auf einmal grün und dann rückt man ab. Das ist hier nicht der Fall, wie dir vielleicht. Hier fliegen die Geschosse nämlich mit einem Bogen zum Beispiel. Tun sie auch im Arcade, nur da wird einem halt geholfen, wohin man zielen muss. Hier muss ich halt wirklich selber das Fahnenkreuz auf die richtige Höhe
Höhe zu bringen, um dann halt die ballistische Kurve dann halt richtig abzuschätzen, damit der Einschlag kommt. Finde ich auch besser, genau. Und hier sieht man es auch ganz gut. Hier muss ich halt gucken, wohin ich schieße, denn rechts erscheint immer wieder so eine Liste von Dingen, die ich beim Gegner kaputt gemacht habe. Und ich versuche ihn halt möglichst überall zu treffen, damit möglichst viel kaputt geht. Zum Schluss war es halt die Ammo und dann macht's. Boom. Richtig. Ist übrigens ein ziemlich übler Brawl. Dafür habe ich mir den Panzerkampfwagen 3, ich glaube in der Version N, gekauft. Das ist ein Premium-Tank. Für 1000 Gold Eagles, so heißt die Premium-Währung in Ground Forces. Und ich wollte mal sehen, was der so im Nahkampf alles so drauf hat. Und da geht's auch gut rund. Ja, aber irgendwie hat der Gegner das nicht mitbekommen, dass du da hinten stehst und auf ihn schießt, habe ich so das Gefühl. Ja, die meisten nicht. Einer schon, der hat mich von links so ein bisschen beschossen und das merkt man nämlich gerade. Der hat mir nämlich die Kette abgeschossen. Da sieht man links unten in der Übersichtskarte ist meine Kette erst schwarz gewesen, jetzt wieder rot. Also ich stand so eine quälend lange Minute mitten im Feld, bis das Ding wieder repariert war. Übrigens, eine Minute ist echt noch nicht viel. Ich habe schon mal eine Turmkranzreparatur gesehen mit 17 Minuten. Gerade habe ich jetzt übrigens auch einen Artillerieschlag gesetzt. Diese Waffe finde ich ziemlich imber. Manche Panzer wie der Panzerkampfwagen 3 haben die. 60 Sekunden Cooldown, unbegrenzte Munition und zwischen dem Moment, wie ich es setze und die Granaten kommen, vergehen ganze 5 Sekunden. Sprich, man kann es perfekt timen, wenn man weiß, wie schnell die anderen Panzer fahren. Und wenn man möchte, dass die genau in diesen Schlag reinfahren. Das zum einen und zum anderen ist es halt so, dass wenn man zu dritt oder viert spielt, dann praktisch alle 15 Sekunden so ein Ding dann werfen kann. Und da kommt der Gegner quasi aus diesem Feuer gar nicht mehr raus. Finde ich total imbalance an dieser Stelle und ich hoffe mal, dass Gaijin auch da noch was ändert, weil so kann das halt nicht bleiben, weil die Hauptkanone in vielen Gefechten schon keine Rolle mehr spielt, sondern einfach nur, wer die besseren Artillerieschläge setzt. Ne? Weil ein Treffer auf den Panzer von oben drauf und er ist weg. Bei Nahtreffer rauben dir meistens die Kette, stehst du dumm rum. Also von daher ist schon unheimlich mächtige Waffe. Ja, sonst, wie hier, ne? Gegner umgehen und von hinten und von der Seite wegschießen. Klappt gut, oder? Ja, also sieht gut aus zumindest. Ja. Sieht gut aus. Ich wurde schon entdeckt übrigens. Also von hinten hat mich gerade einer Feuer genommen. Man sieht hier rechts, die Platte ist weggesprengt. Das ist kein grafisches Gimmick, das ist tatsächlich, da bin ich getroffen worden. Okay, das ist sehr interessant. Ist es dann auch so, dass das einen Einfluss hat? Ja, absolut. Wenn er mich dann nochmal trifft, dann wird der Treffer umso härter. Das heißt, die Panzerung an der Stelle ist verbraucht. Das Gute ist nur, ich habe halt den Panzerkampfwagen 3. Der ist halt für die Gegner, die da so unterwegs sind, schon echt verdammt harter Gegner. Und deswegen komme ich da auch in diesem Brawl so gut klar. Okay. Und den hier zum Beispiel, den T-50, den schieße ich halt auch zusammen. Der hat eigentlich praktisch keine Chance. Das ist auch etwas, was halt unerfahrene Panzerfahrer halt ein bisschen frustrieren wird, weil sie einfach nicht verstehen, dass es ja auf den Fakten des Zweiten Weltkriegs basiert zumindest. Und da ist einfach so ein T-50, der hat dann einfach keine Chance auf diese Distanz. Ja, das nächste ist, irgendwie merken die Gegner echt nicht, dass du da bist. Also entweder du bist unsichtbar für sie oder, oder das sind völlige Anfänger in dem Sinne. Ja, oder? Nee, die werden halt gut abgelenkt so. Zack, nochmal, ach verdammt, da hat es mich erwischt. Ich habe aber den Artillerieschlag noch gesetzt und der geht jetzt runter und beschädigt noch also, mal einige Panzer. Selbst wenn du stirbst, geht der Artillerieschlag noch durch? Wenn ich ihn kurz vorher geklickt habe, ja. Und das habe ich in dem Fall getan. Hier nochmal eine andere Karte. Und zwar Karelien, glaube ich, ist es. Und habe auch einen anderen Panzer genommen. Sturmgeschütz 3F, basiert auch auf dem Panzerkampfwagen 3. Ist aber eher so eine Art Sniper. Also gerade hatten wir einen Brawler, jetzt haben wir einen Sniper. Weil hat er dann auch nicht so die Wendemöglichkeiten wie ein Brawler. Richtig, weil er keinen Turm hat. Ne? Das heißt, ich kann nicht reinfahren und eben mal nach rechts zielen. Das ist kein Thema mit einem Brawler. Aber mit dem hier, das ist halt vorne starrer Turm. Ich habe so ein paar Grad nach rechts und nach links. Das sieht man gerade ganz gut. Ne? Aber das war es dann auch. Wenn also ein Gegner mit Turm rankommt, bin ich Hundefutter. Genau. Bedeutet im Umkehrschluss, ich bleibe irgendwo versteckt. Richtig. Und Sniper sozusagen die Gegner weg. Ich habe auch eine 7,5 cm Kanone, zwar nicht diese extrem Langrohr, die der Stuck später auch mal bekommt, in den höheren Versionen, aber sonst ist schon ganz ordentlich. Besser auf jeden Fall ist diese kurzläufigen Geschütze, die man da bei manchen Panzer 4 irgendwie mit sich umträgt. Von daher, ich denke mal, so auf kurze bis mittlere Distanz kann ich schon gut was ausrichten. Obwohl der T-34 und der KV-1, das sind so die vorherrschenden sowjetischen Panzer dieser Zeit, auch echt gut gepanzert sind. Und vor allem Sloped Armor, das heißt angeschrägt, so dass ich halt viele Abpraller habe. Ja. Okay, hier bist du schon entdeckt worden und wirst beschossen von allen möglichen Richtungen, sehe ich gerade. Richtig, das habe ich gedacht. Oben geile Sniper-Position, aber Pustekuchen. Ja, wurdest du wahrscheinlich gescoutet.
wurde ich gescoutet oder ich habe irgendwie eine schlechte, keine Ahnung, schlechte Position erwischt. Mhm. Auf jeden Fall bin ich halt ganz schnell runter, da darfst du nicht lange warten. Aber was gut ist, einen richtigen Panzerungsdurchschlag kriegen die Jungs auch nicht hin. Nö. Treffer ja, Beschädigung. Aber bisher. Beschädigungen waren wirklich keine da, also Schaden ist minimal gewesen. Jetzt, wenn du jemanden erwischt, ich weiß nicht, der Panzer hat eine hohe Durchschlagskraft oder eher... Dieser hier, ja, also wenn er da mal trifft, dann ist er schon ganz ordentlich. 7,5 cm Kanone auf dem Tier macht schon richtig böse Aua. Tut weh. Aber ich muss durch die Panzerung erstmal durchkommen, weil je näher du dran bist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass du durchschlägst. Also es wird auch angegeben bei den Kanonen auf 100 Meter, 500 Meter, 1000 Meter. Das ist dann wahrscheinlich dieser Realistikmodus, je weiter du weg bist, desto schwächer werden sozusagen die Kugeln, weil sie ja langsamer werden. Sie werden langsamer und dadurch halt der Durchschlag wird dann halt geringer. Genau. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, ob ich hier so ein paar Bodenziele weghaue, also NPC-Flakkanonen, weil irgendwann werden ja auch mal Flieger dazukommen und da stehen halt so Flakkanonen rum, kann man auch mal wegschießen. Eine habe ich geschafft, aber du siehst da hier, ich sehe sie nicht wirklich, sondern nur diesen roten Marker, dass da was aufgeklärt wurde und dann muss ich, ja, Treffer habe ich, ne, aber nicht zerstört, dann muss ich schätzen, über diese Gerade beim Fadenkreuz, ne, diese Strichelchen, ja, ob ich dann halt die richtige Entfernung habe. Aber so kann man dann sozusagen der Luft, den Fliegern die Unterstützung geben, die sie brauchen, um ja, halt dann sozusagen die gegnerischen Panzer wegzuschießen, abzuschießen. Genau. Ich habe auch schon mal gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es gelaufen ist, dass am Bodenziel von der Flak abgeschossen wurde. Von daher ist es nicht verkehrt, die mal einfach prophylaktisch wegzumachen, außerdem gibt es ein paar Punkte. Ja. Aber vor allem, ich kann jetzt sowieso nicht viel tun. Es geht ja um diesen einen Punkt in der Mitte, beziehungsweise es sind zwei Punkte. Einen hat der Gegner, einen habe ich. Aber momentan läuft es halt so, dass wir dem Gegner von seinem Punktekonto oben was wegziehen, weil wir einfach seine Flaks wegschießen und seine Gegner und die gegnerischen Panzer. Und dadurch verliert er dann halt auch permanent Siegpunkte. Aber genug mit Flak beschießen. Mal gucken, ob ich hier noch einen Panzer finde. Jawohl. Ziel, Schuss und... davor, zu kurz. Und jetzt lade ich nach, jetzt könnte ich ihm so schön in die Seite und er lädt nach und lädt nach. Jetzt also ich habe schon gemerkt, er lädt wesentlich länger nach als der als mit der andere, dem Turm, der Panzer 3, ne? Ja. Die Granate ist einfach länger, die muss dann halt etwas umständlicher reingebracht werden als bei der anderen, bei der Kurz und von daher ja, geht das halt an, das ist dann doch irgendwie fixer. Ne? Das ist halt dann diese Realistik, die aber dann auch das Spiel wieder interessant macht. Ja, wieder nichts geschafft auf der linken Seite. Von daher, ich versuche mal so ein bisschen zu verlagern. Links, Mitte, rechts nie festnageln lassen, weil der Gegner schießt sich ja auch ein. Der muss ja auch die Entfernung abschätzen. Und wenn er feststellt, oh, ich liege zu kurz, verlängert er und irgendwann bin ich dann mal weg. Von daher wechsle ich die Position. Und jetzt probiere ich es nochmal auf der rechten Seite und sehe nochmal einen. Schuss. Und Treffer. Jawohl, und gewonnen. Das also war der Siegtreffer sozusagen. Ja, gewissermaßen. Ne? Über die Punkte gewonnen. Und jetzt gibt es dann die Abrechnung. Jawohl, da sieht man, ich habe eigentlich ganz gut mitgewirkt, zwar nur Platz 9 von 16, aber immerhin. Und vor allem, ich habe Erfahrungspunkte verdient, die ich jetzt halt in die Upgrades meines Panzers investieren kann. Beziehungsweise ich habe sogar einen neuen erforscht, den Panzerkampfwagen 4F1. Und jetzt kann ich festlegen, wohin die überschüssigen Punkte von dieser Forschungsrunde gehen sollen. Und da habe ich dann den nächsten Tank ausgesucht. Das ist natürlich genial. Und nicht zu vergessen, auch wenn du nun Platz 9 warst, du hast den Siegtreffer erzielt. Und hier nochmal die Panzer-Upgrades selber. Da kann ich mal schauen, was kann ich noch investieren. Und dann wird der Tank immer besser.